Willkommen zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2. Ja, wie angekündigt, laggt es? Nein, wie angekündigt spiele ich dieses Spiel? Angekündigt? Naja, ich habe es kurz in den Kommentaren geschrieben. Ich spiele Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords übrigens, der Nachtitel, und Avatar gleichzeitig. Und ja, es gibt noch viel zu quatschen. Ich habe die Grafikeinstellungen auf allerhöchste eingestellt. Wundert euch also nicht, wenn es ein bisschen laggt. Hier im Menü vor allem, im Spiel sollte das aber eigentlich nicht mehr so sein. Ansonsten werde ich es nochmal umstellen müssen. Ja, fangen wir einfach mal an. Neues Spiel. Lade. Ja, genau, lade. Ja, wähle deine Klasse Charakterauswahl. Wir können eine Klasse auswählen. Und zwar... Ich lese es mal vor. Ja, ich lese es jetzt. Das ist nur weiblich-männlich. Jedi-Hüter. Jedi-Hüter sind Meister des Kampfes und wissen vortrefflich mit dem Lichtschwert umzugehen. Ja, das sind die Kämpfer. Jedi-Wächter. Jedi-Wächter sind gut bei ausbalanciert und besitzen viele Fähigkeiten. Ja, das sind halt die, das ist die Mittelklasse. Und Jedi-Gesandte? Jedi-Gesandte sind Meister der Macht und trainieren nur wenig für den Kampf. Eher für erfahrene Spieler geeignet. Ja, ich werde aber diesmal, in diesem Let's Play, denke ich mal, einen Mann nehmen, weil, Frauen, ich weiß gar nicht, gibt's hier, muss kurz gucken, ob es in diesem Spiel nett aussehende Damen gibt. Nein. Tja, da sehen die Männer doch schon viel geiler aus. Nicht, dass ich jetzt irgendwie schwul wäre, aber... Also, ihr wisst hoffentlich, was ich damit meine. Nein, ich wollte jetzt eigentlich keinen Jedi-Hüter nehmen. Ich wollte... Doch, eigentlich wollte ich doch einen Jedi-Hüter nehmen. Nee, eigentlich wollte ich einen Jedi-Gesandten nehmen. Oder? Nehmen wir einen Jedi-Hüter. Scheiß drauf. Porträt! Ja, den nehmen wir natürlich nicht. Das ist schon einer meiner Favoriten, habe ich oft benutzt beim Spielen. Diesen hier auch, den habe ich auch sehr oft benutzt. Eben wegen diesem Namen. Ich liebe Namen. Namen sehen cool aus, meiner Meinung nach. Den habe ich auch oft benutzt, aber nur für gute Seite. Also playing for the good side of the force. Ne, den habe ich noch nie benutzt. Den hier habe ich auch schon mal benutzt im Spielen. Also dieses Bild werden wir übrigens nicht immer sehen. Die Charaktere, wir nehmen den übrigens, werden, wenn man sich für die dunkle Seite entscheidet und dunkle Aktionen macht, dann wird das Porträt immer, wird das immer dunkler und dunkler und dunkler. nehmen wir die empfohlenen Einstellungen. Ja, das war jetzt eigentlich nicht gewollt. Doch. Ja, wo? Nee. Intelligenter? Das ist sowieso... Okay. Nehmen wir einfach mal. Ja, wie gesagt, wenn er mehr dunkel wird, der Charakter, dann verändert sich die Gesichtszüge so, dass er halt mehr dunkel wird. Dann sieht er mehr... Ja, wie Navi aus, sage ich einfach mal. Der sieht dann wirklich so... Wird dann so dunkel wie Navi, nur halt nicht blau, sondern eher schwarz. In Richtung grau-schwarz. Und natürlich auch ein böserer Gesichtsausdruck. Und der Hintergrund, dieser weiße Schatten hier jetzt, der weiße Nebel, verwandelt sich dann auch dementsprechend zu einem schwarzen Nebel. Wenn man gut ist, zu einem blauen Nebel. Oder was, wenn man böse ist, zu einem roten Nebel. Ich weiß nicht mehr. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, aber trotzdem sehr geiles Spiel, wie gesagt. Ja, hier würde ich, glaube ich, auch empfohlen nehmen. Ja, das sind nur die Fähigkeitspunkte. Sprengstoff? Nein. Ja, ich will keinen Sprengstoff, ich will... Was? Schlecht. Ja, manche Fähigkeiten brauchen halt mehr Punkte zum Trainieren. Jetzt verstehe ich gerade nicht. Ach so. Ach so, ja, okay. Ja, manche brauchen halt mehr... Punkte, um es eine Stufe aufzusteigen, aufsteigen zu lassen. Und manche wenige.
Ist ziemlich doof, aber... Naja, es geht eigentlich. Bewusstsein. Ja, ich will aber auch hier ein paar Punkte haben. Überreden ist sehr, wirklich sehr hilfreich. Wir werden übrigens mit der hellen Seite der Macht spielen. Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Oder? Dunkel? Ich werde es mir noch aussuchen. Bei der ersten Aktion, die wir machen können. Nein. Sicherheit. Sicherheit ist eigentlich auch wichtig. Nämlich ja. Ja, ein Sicherheitspunkt. Okay. Talente. Ja, das sind die Standard-Talente, die wir am Anfang haben. Oh Gott, soll ich jetzt das wirklich alles erklären? Ich tue es einfach mal. Also, hier. Die Fähigkeiten nach einer am Anfang sind immer nur die verbesserte Stufe. Wie man sich ja auch an den Icons erkennen kann. Ja, das ist einfach nur eine verbesserte Stufe. Ja, so kann man das ausdrücken. Sehr viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Weithändiger Kampf, also die erste Macht, wenn man mit zwei Waffen gleichzeitig kämpft, also eine in jeder Hand, dann ist man damit stärker. Diese Fähigkeiten hier, die werden auch sehr wichtig. Naja, es geht eigentlich. Die sind benötigt für unsere Rüstungsklasse. Wenn wir diese Fähigkeit haben, wenn wir dieses Talent haben, sagen wir, so wie ich das Spiel will, dann können wir leichte Rüstung anziehen. Wenn wir dieses haben, können wir mittlere Rüstung anziehen. Wenn wir das haben, können wir schwere Rüstung anziehen. Daher würde ich sagen, nehmen wir das auch direkt mal, weil wir sehr viel... Nein. Zu Anfang bekommen wir noch keine schwere Rüstung. Das brauchen wir noch nicht, um ehrlich zu sein. So, das... Ja, die meisten Talente machen eigentlich auch nur Bonus auf irgendeine Fähigkeit und so. Und daher... werde ich nur die wichtigen, die wir auch nehmen, werde ich, glaube ich, nur erklären. Also das ist, da gibt es eine höhere Chance, einen kritischen Treffer zu machen. Der macht dann, glaube ich, auch mehr Schaden. Ich meine schon. Dieses Talent, nee, Quatsch mal. Ja doch, kritischer Treffer. Ja. Das ist... Ja, lest es euch rechts durch, wenn ihr es nicht lesen könnt. Dann kann ich da auch nicht für. Ich weiß gerade auch nicht genau, was das ist. Was ist das nochmal? Ja, das ist auch nur wie ein Bonus. Technikexperte. Ja, genau, Technikexperte. Wenn man Technikexperte hat, das hatte ich auch sehr oft schon, ist man halt besser in Sicherheit und so Dingen. Und reparieren und Computerkenntnisse. Dann kann man halt, ja, Computer und Sicherheitsschlösser schneller knacken. Das ist ein... Ja, hat auch nur einen Bonus auf Rettungswürfe. Was das sind, erkläre ich euch später mal. Wenn ich es nicht vergesse. Ja. Das hier ist ein Talent für einen starken Angriff. Das ist praktisch... Also das ist eine Fähigkeit, die man im Kampf einsetzen kann. Das ist praktisch wie ein... Ja, nicht nur wie, es ist ein starker Angriff, den man halt einfach auswählen kann, dann wird er gemacht, dann... Man braucht dann eine Zeit, um wieder... Nee, Quatsch. In diesem Spiel brauchen Talente, glaube ich, keine Zeit, um wieder einsetzbar zu sein. Wir brauchen halt nur Mana, soweit ich weiß. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Das ist unglaublich. Ja. Je mehr man kauft, desto besser wird halt das Talent. Das ist das gleiche, nur mit Schusswaffen. Das hier ist auch... eigentlich das gleiche, nur halt kein starker Angriff, sondern ein schneller Angriff. Mehrere Kugeln hintereinander, Kugelhagel. Das hier ist ein... Ja, das ist eigentlich genau das gleiche wie das hier. Nur, dass man hier... Ja, das ist Talent Scharfschütze. Das ist eigentlich das gleiche wie kritischer Treffer. Im Nahkampf. Nur halt für Fernkampf. Also für Schusswaffen. Ja, das hier ist das gleiche... Also die Fähigkeiten hier alle sind das gleiche wie für Rüstungen, nur halt, dass die dann für die jeweiligen Waffen gelten. Können wir leichte Blaster nehmen. Oder? Moment. Nee, Quatsch. Quatsch, ich erzähl Mist. Dann
bekommt man einen Bonus da drauf. Aber ich meine, dann kann man auch mehr Blasterpistolen aus. Auf jeden Fall war es im ersten Teil so. Ja, Laserschwerter. Gibt's gar keine besseren. Es gibt nur eine Sorte Laserschwerter. Die kann man dann upgraden. Ja. Hier die Verteidigung macht, glaube ich, auch nur Bonus. Einen zusätzlichen Trefferpunkt pro Level. Sollte man sehr früh holen, also mache ich das direkt mal. Denn wie man sieht, ein Trefferpunkt pro Level mehr ist schon hilfreich. Ein Trefferpunkt bringt zwar nicht, aber hier werden es halt auch schon 2 Punkte und so. Und hier. Nein, hier werden auch nur 2. Ach so, ne, das ist